Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns jetzt schon an der Location. Es handelt sich hier um einen sogenannten Leiterbunker, nennt man den. Das ist ein Bunker, soweit ich weiß, den die Bundeswehr noch genutzt hat, der jetzt aber aktuell für die Fledermäuse als Quartier genutzt wird. Und ja, der Eingang, der ging ein bisschen schneller erhofft, als wir erwartet haben. Und jetzt sind wir schon an den ersten Eingang hier. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt rein. Aber schon, die sind schon relativ groß. Die Hütten, die sind schon relativ hoch, ne? Die sieht man schon. Ja. Von der Höhe wird das ja schon hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Dann war ja nicht nach Hause. So, wie ihr seht, muss man hier auch den Baumstamm balancieren. Und wir befinden uns ungefähr so 40 Meter circa jetzt höher als die Straße ist, hier am Hang. Wow. Und hier haben wir auch schon den Eingang. So Leute, dann gehen wir mal jetzt gemeinsam hier rein. Aha, hier geht es auch schon direkt die Leiter runter, und wie man hier sieht, haben wir hier schöne Leuchtstreifen,
wäre mega. Das sieht ja mega aus. Die müssten hier unten eigentlich auch sein. Ja. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, ne? Alter. Ja, jetzt müssen wir hier runter, ne? Ist auf jeden Fall länger, wie es aussieht. So Leute, wir befinden uns jetzt auf der ersten Etage. Ne, nee, zweite, ne? Genau, auf der zweiten Etage schon, die wir runtergegangen sind. Die erste war ein bisschen kürzer. Boah, die kommt mir noch länger vor, die Leiter. Ohne Witz jetzt. Also ich muss sagen, vom Gefühl her ist das auf jeden Fall komisch, hier runter zu gehen. Ne? Die kommt mir noch länger vor, oder? Der Tritt auch schmaler. Alter. Heftig. Warte mal, mal leuchten hier. Ich sehe nichts. Alter. Schön. Hier unten steht auf jeden Fall ein bisschen Wasser. Das ist ein bisschen. Na, Schuhsohle, nein, nein. Das ist ein Gefühl, Alter. Geil. Das ist geil. Okay, kannst kommen, ne? Ach nee, nur niemals nasse Schuhe. Nur niemals nasse Schuhe ist ein Holz. Krasse Scheiße. Oh, hier, das dreht sich sogar noch.
Das sind beides Wandbecken. Ja. So, Leute. Ja, wo gehen wir als erstes lang? Da oder hier rechts? Ja, hier haben wir die erste Bunkertür. Auf jeden Fall kein Atom. Ne? Das ist kein Atom. Das ist einfach nur eine schwere Tür. Ja, das ist richtig schwere Gasdrucktür. Hebel lassen sich auch noch minimal bewegen. Ja. Ich werde aktuell zwischendurch auch mal ein paar Fotos machen. Was denn? Sieht so ein bisschen wie eine Lehmbahn aus. Wie eine was? Die Kontaminationsanlage? Überall haben wir halt diese phosphorzene Farbe auch, ne? Hier auch für die Lichtschalter, wie man sieht, das sieht mega interessant aus, alles. So, jetzt werden wir mal weitergehen, dann haben wir hier die Lüfteranlage, das ist einer von Träger. Nee, Evers und Miesener aus Lübeck, die sagt mir so gar nichts. Die sagt mir so gar nichts. Das ist Nachkriegszeit. Nachkriegszeit? Die sind doch auch in Dünn. Ja, stimmt. Bei der Kaserne, ne? Ja, das ja. Könnte das so passen. Hier ist auch ein Dekon einheit. Warte. So, jetzt haben wir hier auch noch die Lüfteranlage und die lassen sich aktuell auch noch drehen. Und da ist viel Rost drin, ne? Da kommt was. Ist das nochmal ein Ja. Warte. Also, das Flowmeter funktioniert nicht mehr, das ist irgendwie angegammelt. Wir gucken mal, von wann die Anlage ist. Was steht hier drauf? Fabrikat, wie viel Kubikmeter, Zulassungsnummer, TS, 0,75 PS. Steht hier gar nicht, das ist ja Normalluft, Schutzluft. Alle 100 Betriebsstunden Filter reinigen. Nee, irgendwo muss das doch stehen, oder? Genau, das sind die Filter hier, wie quasi vom Auto, diese Luftfilter, die dann hier reinkommen. '67? Ja. Also doch nicht Zweite Weltkrieg, vielleicht war der Stollen ja hier vom Zweiten Weltkrieg und den haben sie dann einfach umfunktioniert, ne? Bisschen aufgerüstet. Ja, stimmt, weil die aus Plastik sind, ne? Die Lüfterrohre und alles. Aus Plastik und hundertprozentig. Guck mal, das sind Stahlrohre. Ne? Ja. So. Da haben sie dann einfach umgebaut.
Ja, sicher. Klar. Das war genau. Das war Luftschutzbunker, Zweiter Weltkrieg. Ja. Schön. So. Ja, guck mal, hier ist Beton und hier ist Spritzbeton. Rausgeruppt, ey. Guck mal, Ablauf, ne, für Wasser. Schütze ich mal. Leute, ihr merkt auf jeden Fall, diese Leuchtstreifen, die faszinieren uns extrem, weil das einfach übelst am Leuchten ist. Ja, und diese, ja, ich glaube, das sind Mauersteine tatsächlich. Die nehmen die halt im Winter, es gibt ja diese Fledermaus-Schutzzeit, damit die Fledermäuse ihren Winterschlaf hier machen. Also hat dieser Bunker tatsächlich das zweite Mal seine Nachnutzung, ne? Das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Hier auch einfach so ein Pinsel einmal Kreis gemacht. Das ist krass. Wie ihr seht, wird direkt an der Straße. Vom Auto. Oh. Ja, die ist sogar auf. Oben hängt die. Guck mal hier, das ist Natur, ne? Das war wirklich Luftschutz auf jeden Fall. Das war Luftschutz. Nein, der ist neu. Ja, schon eine dicke, ne? Ah, die ist festgerostet. Steht da auch was?
geht es jetzt auf jeden Fall noch weiter. Wir haben mich wieder schon ohne Ende Mücken. Boah, haben wir schon wieder tausende Mücken, ne? Ja, schon wieder das gleiche. Ja. Durch einmal oder was? Einmal durch. Was war da? Nö, da war einfach nur nix. Weiß ich nicht, wo du hinkommst. Keine Ahnung. Auch Rauchen verboten. Das ist wahrscheinlich der andere Eingang. Alter, hier geht's noch weiter. So, es ist natürlich auch die Frage aller Fragen, welchen Ausgang nehmen wir? Den Easy Going oder von oben? Ja, das ist eine gute Frage. Theoretisch? Ja, von mir aus lass uns den oben nehmen, oder? Eigentlich geil, oder? Macht Spaß. Aber hier geht's eigentlich mit den Mücken, die chillen, ne? Die chillen, ne? Die machen gar nichts. Die sind zu gut, oder so.
Hier war das Sackgasse. Ich sagen. Und zur Not gehen wir einfach am Zaun entlang. Ja. Ah, ja, ja. Nein, alles gut. Nee, ich balanciere doch lieber so. Obwohl, roter Ausweis war, glaube ich, noch ein bisschen steiler, ne? Ja. Ja. Was ist da? Okay. 90 Grad oder was? Oh. Ich glaube, das ist kein Trampelpfad, das ist nee. Einfach vom Wasser. Ja, ja. Also ich gebe dir keine Garantie, ne? Wenn ich auch rutsche. Oh, okay. Hast du den Stock? Hast du mit der Nee, ich nehme ihn. Warte, ja, ja. Das ist geil. Ja, sicher filme ich das. Mega Abenteuer, Leute, auf jeden Fall. Das ist schon geil. Geiler Trampelpfad auf jeden Fall, ne? Ah, oh, fuck!
Ja. Scheiß. Rosen. Wir müssen, glaube ich, noch mal hoch. Ich habe meine Zigaretten da liegen lassen. Gut. Ich mach die um. Alter. Geiler Scheiß. Oh, brauchst du ein bisschen Licht? Ja, Leute. Ihr seht, nass geschwitzt. Wir sind jetzt hier eben runter. Fast 90 Grad. Auf jeden Fall geil. Und hier standen wir ja gerade vor. Ja, zwei Disco-Schlösser. Ja, ist schon gut geschützt. Alter. Zeige euch jetzt nochmal. Da hinten befindet sich die Anlage. Und die erstreckt sich halt von da hinten. Da war der eine Eingang. Dann sind wir hier. Und da, wo die Glascontainer sind, da war der andere Eingang von der ersten Anlage. Und dann gibt's ja in dem zweiten Berg auch noch die zweite Anlage. Aber da braucht man definitiv eine Kletterausrüstung, weil da einige Sprossen halt fehlen. Ne? So. Leute, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, Kommentar, kostenloses Abo nicht vergessen. Ja, den packe ich auch unten rein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Abenteuer, Leute. Ciao!